Aber bitte nennen Sie mir nicht meinen Namen. Nein, nein, das habe ich. Ich habe es versprochen. Und als wir hinaufkamen, gingen gerade die Türen auf von der Gaskammer und die Menschen fielen heraus wie Kartoffeln. Treblinka war ein zwar primitives, aber gut funktionierendes Fließband des Todes. Und dann hat man begonnen, die Leichen zu verbrennen. Und Menschen brennen sehr gut. Menschen brennen sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja. Was brennt besser, Frauen oder Männer? Die mehr Fett haben, die Frauen. Wie ist Ihr Herz? Alles ist in Ordnung? Na, mein Herz, zurzeit habe ich keine Schmerzen. Wenn ich Schmerzen habe, dann werde ich es Ihnen sagen. Dann müssen wir unterbrechen. Ja, natürlich. Ja. Aber Ihre Gesundheit im Ganzen, das ist... Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Ja. Weil schönes Wetter ist, ja, Hochdruckwetter. Ja. Das ist gut. Ja. Sie sehen ganz gut aus. Ja, wir werden mit Treblinka anfangen. Ja, bitteschön. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Und wenn Sie könnten eine Beschreibung von Treblinka, wie war Treblinka, wann Sie sind dort angekommen? Mhm. Ich glaube, Sie sind in Treblinka angekommen im August, 20. August oder 24. 18. August. 18. Ich weiß es nicht mehr genau, um den 20. August herum bin ich angekommen, mit noch 7 anderen. Aus Berlin? Aus Berlin. Aus Lublin? Von Berlin nach Warschau, von Warschau nach Lublin, von Lublin zurück nach Warschau und von Warschau nach Treblinka. Ja. Und wie war Treblinka in dieser Zeit? Ja, Treblinka war damals im Hochbetrieb. Hochbetrieb? Hochbetrieb. Es sind angekommen, man hat damals das Warschauer Ghetto gelehrt. Ja. Es sind angekommen in 2 Tagen ungefähr 3 Züge. Ja. Und immer mit 3, 4 bis 5.000 Menschen. Alle aus Warschau. Dazwischen sind aber auch noch Züge gekommen aus Kielce. Und von anderen Orten. Und da kamen 3 Züge, die hat man, weil die Stalingrad-Offensive
im Karneval hat man die Judentransporte an einen Bahnhof stehen lassen. Und noch dazu vielfach in französischen Wagen. Ja. Die waren aus Blech. Es ist so, dass es war, dass in Treblinka angekommen sind 5000 Juden und davon waren 3000 tot. In dem Waggon. Die haben sich die Adern geöffnet oder sind so gestorben. Ausgeladen hat man Halbtote und Halbwahnsinnige. In den anderen Zügen aus Kielce und von anderen Orten waren mindestens die Hälfte tot. Die hat man aufgeschichtet hier und hier. Das waren Tausende von Menschen aufeinander geschichtet. Hoch. Ja, an die Rampe. An der Rampe. Die waren aufgeschlichtet wie Holz. Weiter. Da haben schon Leute, Juden gewartet, im Auflager 2 Tage, weil die kleinen Gaskammern das nicht mehr verarbeitet haben. Die waren Tag und Nacht im Betrieb. Damals. Ja, aber können Sie bitte, können Sie ganz genau schildern Ihren ersten Eindruck aus Treblinka? Ganz genau mit. Das ist sehr wichtig. Der erste Eindruck in Treblinka für mich und für einen Teil meiner Kameraden war katastrophal. Weil man uns nicht gesagt hat, wie und was. Dass dort Menschen getötet werden. Das hat man uns nicht gesagt. Sie wussten gar nicht. Nein. Das ist unglaublich. Ja, aber es ist so. Ich wollte ja nicht gehen. Ja. Und mir, das ist gerichtlich bewiesen. Ja. Und mir hat man gesagt, na, ja, suche mal. Dort sind große Werkstätten für Schneider und Schuster. Die werden Sie überwachen. Ja. Nicht wahr? Aber Sie wussten, dass es ein Lager war? Ja, man hat gesagt, der Führer hat Umsiedlungsaktionen angeordnet. Ah, ja. Das ist ein Führerbefehl. Ja, ja. Verstehen Sie? Umsiedlungsaktion. Umsiedlungsaktion. Ja. Man hat nie gesagt, töten. Ja, ja, das verstehe ich. Herr Sobermann, wir reden gar nicht über Sie im Moment. Wir reden nur über Treblinka, weil Sie sind ein sehr wichtiger Augenzeuge. Und Sie können erklären, was war Treblinka. Aber bitte nennen Sie mir nicht meinen Namen. Nein, nein, das aber ich. Ich habe es versprochen. Und dort? Gut, Sie kommen in Treblinka an. Na, dann hat uns der Spieß, also der Stadi, hat uns das Lager gezeigt, hat uns durch das Lager geführt, also hinterherum. Und als wir hinaufkamen, gingen gerade die Türen auf von der Gaskammer und die Menschen fielen heraus wie Kartoffeln. Das hat uns natürlich erschreckt und entsetzt. Wir sind weggegangen, sind unten gesessen auf unsere Koffer und wir haben geweint wie alte Frauen. Juden, die man ausgesucht hat, jeden Tag 100 Mann, die haben die Leichen in die Gruben geschleppt. Diese Juden, die wurden am Abend von den Ukrainern in die Gaskammern gejagt oder erschossen, täglich. Das waren die heißen Augusttage. Das Erdreich hat sich bewegt wie Wellen
ja. durch die Gase. Die Gase ausleuchten. Ja. Ja. Sie müssen sich vorstellen, die Gruben waren vielleicht 6, 7 Meter tief. Ja. Und alles voll Leichen, einer neben den anderen. Eine dünne Sandschicht und die Hitze. Das war ein Inferno da oben. Das haben Sie gesehen? Ich habe es gesehen. Ja. Nur einmal am ersten Tag. Ja. Dann haben wir gebrochen und geweint und. Gefangen? Geweint auch. Ja. Der Geruch war infernalisch. Infernalisch? Ja, ja, weil ja dauernd Gase ausgebrochen sind. Ja. Das hat furchtbar gestunken, dass man es kilometerweit. Kilometer? Kilometer. Es gab Geruch überall in der Welt. Überall. Und nicht nur in Treblinka. Überall. Je nachdem, wie der Wind ging, so war der Gestank. Verstehen Sie? Jetzt sind immer mehr Menschen gekommen, immer mehr Menschen, die nicht getötet werden konnten. Die Herren wollten das Warschauer Ghetto so schnell wie möglich räumen. Die Gaskammern haben zu wenig Kapazität gehabt, das kleine Gashaus. Die Juden mussten warten einen Tag, zwei Tage, drei Tage, manche. Die haben es geahnt. Die haben es geahnt. Sie waren vielleicht im Zweifel, aber manche werden es gewusst haben. Zum Beispiel waren jüdische Frauen, die haben ihren Töchtern in der Nacht die Adern geöffnet, um sich selbst. Andere haben sich vergiftet, weil sie doch das Rattern der Motoren in so einer Gaskammer gehört haben. Da war ein Panzermotor in dieser Gaskammer. In Treblinka hat man nur Auspuffgase genommen. Zitron war Auschwitz. Durch das, dass Menschen 2 bis 3 Tage da waren, hat Eberl war Lagerkommandant, endlich erreicht, hat in Lublin angerufen: Es geht nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr weiter, es muss ein Stopp gemacht werden. Und eines Nachts kam Wirt. Der hat sich das angesehen und ist gleich wieder abgefahren und kam mit Leuten aus Belzec, also mit Praktiker. Und Wirt hat einen Transportstopp erreicht. Man hat die Leichen weggeräumt, die herumlagen. Vorerst arbeiteten aber noch die alten Gaskammern. Und weil so viele Menschen anfielen, so viele Tote, die man nicht wegräumen konnte, lagen tagelang ganze Haufen von Menschen vor der Gaskammer. Unter diesen Menschen war eine Kloak, 10 cm hoch, Blut, Würmer und Dreck. Ja. Wo? Vor der Gaskammer. Ja. Nicht wahr? Es wollte das niemand wegräumen. Die Juden, die haben sich lieber erschießen lassen, und haben dort nicht arbeiten wollen.
Leben erschießen lassen. Es war fürchterlich, nur ihre eigenen Leute begraben und das ganze Ding sehen. Von den Leichen ist das Fleisch weggegangen. So ging Wirth selbst hinauf mit einigen Deutschen und ließ Riemen schneiden, lange Riemen. Die hat man den Leichen um die Brust gelegt und hat sie weggeschliffen. Wer hat das gemacht? Deutsche. Wirth? Deutsche und Juden, ja. Ja, Deutsche und Juden. Und Juden. Ja, aber Juden auch. Juden auch. Ja. Und was haben die Deutschen gemacht? Die haben die Juden angetrieben oder mit Beifen oder haben auch selbst mitgeholfen, die Leichen herauszuschleifen. Welche Deutsche haben das getan? Ja, für unsere Wachmannschaften, die, ja, die oben kommandiert waren im Lager 2. Die Deutschen selbst haben das gemacht? Haben mitmachen müssen. Sie haben Befehl gegeben. Auf Befehl gegeben. Nein, sie haben sie Befehl bekommen und auch gegeben. Ja, ich glaube, die Juden haben das gemacht. In dieser Situation mussten auch Deutsche mit angreifen. Was war die Kapazität, die neue Gaskammer? Es gab zwei Gaskammern, nicht? Ja, die alte wurde dann stillgelegt, aber nicht abgerissen. Wenn viele Transporte kamen, also viele Menschen, so hat man auch noch diese Gaskammer benutzt. Und hier, die Juden sagen 5 auf jeder Seite, ich sage 4. Aber ich kann es nicht behaupten, aber verwendet wurden nur die auf dieser Seite, in Aktion, diese Seite. Gell? Und warum nicht die andere Seite? Weil man der Leichentransport zu kompliziert gewesen wäre. Gell? Zu weit? Ja, weil Wirth ließ dann dieses Lager erbauen. Ja. Und hat für hier heroben Arbeitsjuden eingeteilt. Das war ein ständiges Judenkommando von ca. 200 Personen. Die im Totenlager? Die im Totenlager immer gearbeitet haben. Ja. Ja, aber was war die Kapazität, die neue Gaskammer? Ja, die neue Gaskammer, also man war mit 3000 Menschen in 2 Stunden fertig. Ja, aber wie viele Leute zusammen in dem Gaskammer könnten... Ich kann Ihnen das Deutsch nicht genau sagen. Die Juden sagen 200. 200? Ja, 200. Müssen Sie sich vorstellen, in einem Raum, der so groß ist, wie das Zimmer. Im Auschwitz, es war viel mehr. Ja, Auschwitz war eine Fabrik. Und Treblinka, das war ein... Ich sage Ihnen meine Definition. Ja. Merken Sie sich das. Treblinka war ein zwar primitives, aber gut funktionierendes Fließband des Todes. Fließband? Des Todes. Versteht Sie? Ja, ja. Aber primitiv. Primitiv. Zwar primitiv, ja, aber gut funktionierendes Fließband des Todes. Und Belzec war mehr primitiv? Belzec war das Studium. Dort war Wirth Lagerkommandant. Und Wirth hat dort alles durchexerziert. Ja, er hat im Anfang schlechte Erfahrung gemacht, die Gruben sind übergelaufen, die Kloak ist vor dem Speiseraum gewesen, hat gestunken, vor dem Speiseraum, vor der Baracke. Haben Sie Belzec einmal gesehen? Nein, nein, nein.
Wirt hat dort mit seinen Leuten, mit Franz, mit Oberhauser und Hackenholt durchexerziert. Da sollten die drei Leichen in die Grube legen, damit Wirt weiß, wie viel Platz er braucht. Als die sie das nicht wollten, Franz wollte nicht, hat er den Franz mit einer Peitsche geschlagen und auch den Hackenholt. Gut, Franz. Gut, Franz. Das war Wirt. Und der Wirt kam mit diesen Erfahrungen nach Treblinka. Frist. Wir kennen nur das Wort der Kommandanten und nur Gehorsamkeit und Pflicht. Wir wollen weiter, weiter leisten, bis das kleine Glück uns einmal winkt. Hurra! Noch einmal ein Bastard. Ja, wir machen das unter Lachen und es ist so traurig. Niemand lacht. Nehmen Sie mir's nicht übel. Ich meine, Sie wollen Geschichte haben und ich sage Ihnen Geschichte. Der Franz hat den Text gemacht. Die Melodie stammt aus Buchenwald, KZ Buchenwald, wo Franz Wächter war. Wenn neue Juden kamen in der Früh, neue Arbeitsjuden, ja, so musste ihnen das eingelernt werden und am Abend mussten sie das schon mitsingen. Ja, aber noch einmal dieses Song. Ja, ich sehe. Das ist sehr wichtig, aber auch danke. Fest im Schritt und Tritt und der Blick geradeaus. Immer fest und fest an die Welt geschaut. Marschieren Kommandos zur Arbeit. Für uns gibt's heute nur Treblinka, das unser Schicksal ist. Drum haben wir uns auf Treblinka eingestellt in kurzer Frist. Wir kennen nur das Wort der Kommandanten und nur Gehorsamkeit und Pflicht. Wir wollen weiter, weiter leisten, bis das kleine Glück uns einmal winkt. Hurra! Sind Sie zufrieden? Das ist ein Original, es kann kein Jude heute mehr. War es möglich, in Treblinka, in Spitzentagen, 18.000 Leute
18 ist zu hoch. Ah, ich habe das in Bericht gelesen. Ja, ja. 18.000 Leute zum Behandeln, zum Liquidieren. Herr Landsmann, das ist zu hoch gegriffen. Glauben Sie mir das? Wie viel? 12.000 bis 15.000. Aber da wurde auch die halbe Nacht dazu genommen. Ja. Die Transporte kamen oft schon um 6 Uhr früh. Ja. Immer um 6 Uhr früh? Nicht immer. Manches Mal. Ja. Die Transporte kamen nicht pünktlich. Ja. Die kamen manches Mal um 6 Uhr früh. Dann kam Mittag wieder einer oder spät am Abend auch noch einer. Nicht? Gut, gut. Ein Transport kommt. Ich möchte, dass Sie schildern ganz genau den ganzen Prozess. In die Hauptperiode. Aha. Die Transporte kamen vom Bahnhof Malkinia zum Bahnhof Treblinka. Wie viele Kilometer zwischen Malkinia und Treblinka? 10 Kilometer vielleicht. Treblinka war ein Dorf, ein kleines Dorf. Der Bahnhof gewann durch die Judentransporte an Bedeutung. Es kamen 30 bis 50 Waggons. Da wurden immer 10 bis 12 bis 15 Wagen aufgeteilt, nach Treblinka Lager hineingefahren und an die Rampe gebracht. Der Rest blieb stehen. Mit Leute am Bahnhof Treblinka. Die Fenster, die waren mit Stacheldraht verschlagen, dass niemand heraus konnte. Und auf den Dächern waren die Bluthunde, die Ukrainer oder Letten. Die Letten waren die schlechtesten. An der Rampe standen für jeden Waggon zwei Juden vom Kommando Blau bereit, damit das schnell ging. Die haben gesagt, kommt heraus, schnell, 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 schnell. Da sind dann Ukrainer gestanden und hier auch Deutsche. Wie viele Deutsche? 3 bis 5. Ja. Nicht mehr? Nicht mehr. Garantiert nicht mehr. Und wie viele Ukrainer? 10. 10 Ukrainer, 5 Deutschen. Ja, ja. 2, das heißt 20 Blaukommando-Leute. Ja, ja, Leute vom Kommando ja. Blau, die waren hier und hier haben die Leute hereingeschleust. Hier war das Kommando Rot. Ja. Hier war das Kommando Rot. Nicht Kommando Rot, was war der, die, haben, die Arbeit von Kommando Rot? Die Arbeit des Kommando Rots war, die Kleider, die abgelegten Kleider,
der Männer und die abgelegten Kleider der Frauen sofort nach hier heraufzuschaffen. Wie lange zwischen die Rampe und Auskleidung-Operation? Wie viele Minuten? Also bei den Frauen sagen wir eine Stunde im Ganzen. Eine bis anderthalb Stunden. Der ganze Zug in zwei Stunden. Ja. In zwei Stunden war alles vorbei. Zwischen Ankommen und Zeit und Sterben. Und Sterben zwei Stunden. Alles war in zwei Stunden. Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Drei Stunden. Ein ganzer Zug. Ein ganzer Zug. Ja. Und für nur einen Tag, für 10 Wagen, wie lange? Das kann man nicht zählen, weil die Wagen nacheinander gekommen sind und die Leute immer wieder neu hineinkamen. Verstehen Sie? Die Männer, die saßen meistens da oder hier, die hat man gleich in den Schlauch geschickt und hinauf. Die Frauen, die sind zum Schluss dran gekommen. Gell? Zum Ende. Die mussten da herauf und haben hier oft gewartet. Immer zu fünf, nicht wahr? 50 Leute, 60 Frauen mit Kindern. Gell? Die mussten warten, bis wieder Platz war. Hier. Nackt. Nackt. Im Sommer und im Winter. Im Winter? Im Winter. Das kann sehr kalt sein, Treblinka. Es war so im Winter, im Dezember. Also nach Weihnachten. Ja. Aber es war schon vor Weihnachten kalt. Es war saukalt. Zwischen 10 und 20 hatte ich schon gehabt. Ich weiß, im Anfang, und da war uns auch saukalt. Wir haben keine anständigen Uniformen gehabt. Es war kalt für uns auch. Aber ich glaube, es war kälter für die. Für die armen Menschen. Im Schlauch. Im Schlauch war es sehr, sehr kalt. Sehr, sehr kalt. Sehr kalt. Können Sie, diese Schlau ganz bescheid schildern? Wie viele Meter? Wie waren die Leute in diese Schlau? Der Schlauch war ungefähr 4 Meter breit. Das ist wie dieses Zimmer. Wie dieses Zimmer. Beiderseits waren so hohe Wände oder so, mal so hoch. Mauer? Nein. Stacheldraht. Und in den Draht war hineingeflochten, so dicht, Zweige von Bäumen, von Föhren. Mhm. Verstehen Sie mich? Waldbäume, sogenannte Tarnung. Es hat ein Kommando Tarnung gegeben von 20 Juden, die haben jeden Tag neue Sachen gebracht. In den Wäldern? Ja, in den Wäldern. Da war alles verdeckt. Alles, alles. Die sahen nicht aus. Die konnten nicht links und rechts sehen. Gar nichts. Da konnte man nicht durchschauen. Das war so dicht. Das war unmöglich. Das war unmöglich. Auch hier. Hier. Und hier. Und hier. Ja. Und hier. Unmöglich durchzusehen. Treblinka, wo so viele Menschen vernichtet waren. Es war nicht groß, nein. Es war nicht groß. 500 Meter
in der weitesten Ausdehnung. Das war ja kein Rechteck, sondern mehr ein Rhombus. Sie müssen sich vorstellen, da war es eben und da fing es an, bergauf zu gehen. Und an der höchsten Stelle des Hügels war die Gaskammer. Man musste hinaufgehen. Der Schlauch war geheißt Himmelweg, nicht? Die Juden haben ihn genannt Himmelfahrtsweg, dann der letzte Weg. Ich habe nur zwei Namen gehört. Ich muss vorstellen, die Leute eintreten im Schlauch und was passiert? Ganz nackt. Ganz nackt. Hier standen zwei ukrainische Wachmänner. Ja. Also hauptsächlich für die Männer. Die Männer, wenn nicht gern gegangen sind, dann sind sie geschlagen worden. Stark mit der Peitsche, mit der Peitsche. Und auch hier. Hier schon, gell? Ah ja. Die Männer sind getrieben worden. Die Frauen nicht. Die Frauen waren nicht geschlagen? Nein, die sind nicht geschlagen worden. Warum, also ich warum diese, diese Menschlichkeit? Ich habe es nicht gesehen. Okay? Ja. Ich habe es nicht gesehen. Vielleicht sind sie auch geschlagen worden. Warum nicht? Warum nicht? Sowieso, es war tot, nicht? Hm? Warum nicht? Hm? Vor den Gaskammern. Sicher auch. Die Frauen im Schlauch, die mussten warten. Die hörten die Motoren der Gaskammer. Vielleicht hörten sie auch die Leute in den Gaskammern schreien und beten. Wenn sie da gestanden sind, kam die Todesangst. Und in der Todesangst gibt der Mensch her, nicht wahr, da entleert er sich, entweder vorne oder hinten. Und so war das möglich, dass, wie die Frauen standen, nicht wahr, fünf oder sechs Reihen Exkremente waren. Aufgestanden. Na, die konnten sich schon bücken auch, gell? Oder auch stehen. Also ich habe nicht zugeschaut. Ich weiß nur von Tod. Aber nur Frauen oder die Männer? Die Männer nicht. Nur Frauen. Männer nicht? Nein, die Männer sind getrieben worden. Gell? Nur die Frauen. Die Frauen mussten warten, bis eine Kammer frei war. Und die Männer? Die Männer nicht, die sind als Erste hineingetrieben worden. Gell? Ah ja. Verstehen Sie? Die Männer waren immer die Ersten. Die Männer waren immer die Ersten. Immer die Ersten. Sie hatten nicht zu warten. Sie die haben keine Zeit. Sie brauchen nicht zu warten. Nein. Nein. Und Todesangst? Aus Todesangst lässt man. Das ist ein altes, wenn der Mensch Angst ist und weiß, dass er sterben muss, auch im Bett kann es passieren, nicht wahr? Meine Mutter kniete vorm Bett. Ihre Mutter?
meine Mutter war ein großer Hoffnungsträger. Ja. Das ist so. Das ist ärztlich festgestellt. Ja. Weil, was sie wissen wollen, die Menschen wurden ab der Ausladung, das heißt, wenn sie in Warschau oder irgendwo eingeladen wurden, wurden sie schon geprügelt. Schwer geprügelt, schwerer wie in Treblinka. Das garantiere ich Ihnen. Okay. Dann hatten sie den Transport, wo sie im Wagen standen, keine Hygiene, nichts, ein bisschen Wasser, Angst. Dann wurden die Türen geöffnet und wieder ging es weiter. Brennsee, Brennsee, Brennsee. Nicht wahr? Schipsche, 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 Schipsche. Ich kann es nicht richtig sagen, weil ich falsche schöne Zähne habe. Gell? Auf Polnisch. Brennsee oder Schipsche. Gell? Was heißt Brennsee, Brennsee? Das ist ein Ukraine-Austrag. Schnell, schnell, schnell. Gell? Wurden getrennt, da schon wieder. Ein paar gestanden, die auch mit den Peitschen nicht gespart haben, der Kitten hat er so lange gehabt. Nicht? Frauen links, Männer rechts. Okay? Und immer wieder getrieben. Sie hatten keine Zeit. Sie hatten keine Zeit. Da hinein, ausziehen, Schütze, 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 nicht wahr? Und immer laufen. Immer laufen, immer laufen. Okay? Laufen und schreien. Und so hat man die Menschen fertig gemacht. Nicht wahr? Es war die Technik. Das war die Technik. Weil sie müssen immer wieder rechnen. Das musste schnell gehen. Und das Kommando Blau hatte auch die Aufgabe, die Alten und Kranken ins Lazarett zu führen. Weil sie die Abwicklung in den Gaskammern gestört hätten. Das hätte zu lange gedauert mit den alten Leuten. Wer ins Lazarett zu schaffen war, das haben Deutsche bestimmt. Die Juden vom Kommando Blau waren nur die ausführenden Organe, die die Leute hierher geführt haben. Oder auf Tragbaren hingetragen. Frauen, Greise, kranke Kinder oder wenn die Mutter krank war oder die Großmutter alt, dann wurden die Kinder mit der Oma mitgegeben, weil die hat ja nicht gewusst, Lazarett. Da ist eine weiße Fahne gewesen mit einem roten Kreuz. Der vierte Eingang, solange sie noch so gingen, haben sie nichts gesehen. Und dann sahen sie die Toten in der Grube. Da mussten sich die Leute ausziehen, mussten sich auf eine Sandwall setzen, dann wurden sie durch Genickschuss getötet und fielen in die Grube. Ja, es gab immer Feuer. In die Grube. Mit Kehricht, also Papier, Benzin. Und Menschen brennen sehr gut. Zu dieser Zeit, also Januar, Februar, März, kamen fast keine Transporte. Es
sehr traurig, Treblinka ohne Transporte. Das möchte ich nicht sagen, dass die Juden traurig waren. Die wurden traurig, weil sie gewusst haben. Ja, das muss ich Ihnen extra erzählen. Das ist eine eigene Frage. Ja, das ist eine eigene Frage. Das ist eine eigene Frage, gell? Ja, ich weiß. Die Juden, zuerst haben sie geglaubt, die Arbeitsjuden. Die Arbeitsjuden, ja. Dass sie überleben werden. Aber als man ihnen im Januar wenig zu essen gab, weil der Herr Wirt gesagt hat, das sind zu viele Arbeitsjuden. Es waren 500 oder 600 im Lager 1 unten. Das war Lager 1. Ja. So hat man denen, damit sie nicht störrisch werden, hat man sie nicht erschossen und auch nicht vergast, sondern man gab ihnen nichts zu essen. Und da tauchten Seuchen auf. Und zwar Typhus, eine Art Typhus. Und von dort an haben die Juden nichts mehr geglaubt, weil man sie verrecken ließ, sterben ließ wie die Fliegen. Ja. Da war es vorbei. Da haben sie nichts mehr geglaubt. Ja. Da konnten wir sagen, ich habe nur gesagt, wir mussten jeden Tag sagen, ja, ihr werdet weiterleben, wir haben es fast selber geglaubt. Weil wenn man dauernd liegt, glaubt man es fast selbst. Gell? Ja. Aber die haben dann zu mir gesagt, nee, Herr Schäf, wir sind nur mehr Leichen auf Urlaub.